Moin Moin und willkommen zurück im LS19 auf der Mühlenkreis Mittelland mit dem Max, dem Paul und dem Krieger. Seid gegrüßt. Servus. Hallo. Ich habe jetzt heute mal die Ladewagenrolle übernommen. Werde jetzt die letzte Wiese abfahren. Kannst du mir sagen, wo ich den Ballen spiele? Ach, ich bin aufgeräumt, glaube ich. Ja. Oh, das Dingsregal habe ich gar nicht vorgestellt im Übrigen, ne? Fällt mir gerade auf. Ich flitze mal schnell hin. Hast du dir hinten die Ecke auch vorgestellt? Nein, habe ich auch nicht gemacht. Ach du Schande. Mache ich schnell gerade. Entschuldigung. Machen wir dann halt in der dritten Folge. Und zwar haben wir unseren Kartoffelwasch- und Sortierplatz etwas umgebaut. Ein Silo haben wir hier verkauft. Und zwei neue überdachte Silos haben wir uns angeschafft. Die Sortieranlagen sind nur ein Stückchen verrutscht. Ein paar Scheinwerfer sind dazugekommen. Das war's auch eigentlich schon. Einmal dann halt für Premium-Kartoffeln und einmal für gewaschene. Je nachdem, wie viel wir haben. Und bei der Wolle sind drei Regale dazugekommen. Einmal das hier und die beiden hier. Ich weiß gar nicht, ob Krieger die schon gesehen hat. Ja. Und da können wir dann dreimal 9 Paletten, also 27 Paletten Wolle einlagern, bevor wir die verkaufen. Anstatt die da hinten immer in den Unterstand zu fahren. Also das nächste Mal machen wir auf jeden Fall Heu. Okay. Habe ich beschlossen. Nächste Runde Heu machen komplett, dann haben wir Heu erst wieder voll, ne? Mhm. Ja. Ansonsten eine kleine Nachricht noch. Ihr habt es schon in der gestrigen oder in der vorvorletzten Folge gehört. 19.12. 17 bis 19 Uhr, das ist ein Samstag. Livestream zur 100. Folge Mühlenkreis Mittelland. Mit den Jungs hier. Leute. Ja. Schaltet ein. Es lohnt sich. Es wird lustig. Wir machen auch ein paar andere Sachen als hier nur Mühlenkreis Mittelland ackern. Ja, also, mal schauen. Seid gespannt. Es wird geil. 100. Folge Livestream. Nur das als kleine Randnotiz. So. Ich freue mich schon aufs Kartoffeln machen, Paul, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Okay. Wer sich auch noch fragt, warum der Kontostand bei 661.220 Euro ist. Und hast du auch nicht gesagt. Nee, habe ich nicht gesagt in der ersten Folge, beziehungsweise es war ja nicht drauf auf der Aufnahme. Ja, die Einnahmen der BGA waren 60.000. 600.000 ungefähr und die anderen 60.000 sind ja fast entstanden durch Aufträge, die wir offscreen. Ey, könnt ihr mir sagen, macht haben. Warum ich hier das Gras nicht aufnehmen kann? Momentan vor den Schafen. Ach doch, das ist bei mir auch, kriege ich auch nicht weg. Kriegt das irgendwer anders weg? Krieger auch nicht, der hat es auch schon probiert. Aber probier mal. Ja. Das muss irgendein Bug sein oder keine Ahnung, Anzeigefehler. Gut, dass wir den Ladewagen gekauft haben, hä? Krieger, fahr bitte kurz hier, warte. Eieieiei. Hier hast du aber einen im Tee gehabt beim Mähen. Ja, okay. Da kann Lucky nichts für. Ja, der Dolly hat sich wieder verhakt. Abhängen. Abhängen und nochmal ankuppeln. Ich sag ja, das mit dem Dolly funktioniert doch nicht so wie geplant. Nee, das ist nicht. Da müssen wir uns eine Alternative überlegen. Der muss weiter nach hinten gerutscht werden. Ja. Ja, die Alternativen haben wir ja schon, nur nicht auf dem Server. Ja, da müssen wir noch mal den Mod draufpacken. Aber willst du es mal probieren? Funktioniert leider so nicht. Ja. Du denkst, das geht bei dir auch nicht. Keine Ahnung. Ja, der Radar steht bereit. Also wenn es bei allen anderen drei nicht funktioniert hat, vermute ich nicht, dass es bei Paul funktioniert, aber... Ich denke schon, dass bei ihm funktioniert. Ja, dann nee. Mach das mal. Herzlichen Glückwunsch. Wir lassen das dreckig. Habt ihr das schon mit einer anderen Schaufel probiert? Mit dem Steier und mit der Schaufel habe ich es probiert. Ja, jetzt habe ich es mit dem Glas probiert. Und geht auch nicht, ne? Klar. Nee. Geben mir. Nee. Das ist ein Anzeigebug. Das ist bestimmt gar nichts, oder? Nein! Doch. Sind die Schafe denn, wie ist denn die Sauberkeit?
Die Sauberkeit liegt bei 80%. Okay. Oder mach noch mal diese Rollläden runter. Weil ich meine, irgendwie dann kam das. Denkst du? Vielleicht hat das damit zu tun. Mach die noch mal runter. Oder du hast die Schaufel dran. Musst du warten? Bist du leer? Ja, ich bin leer. Reicht der Einzubringer nicht? Morgen fahren wir mit zwei Zubringer. Morgen? Ja, morgen fahren wir mit zwei Zubringer. Morgen. Morgen habe ich keine Schule. Oh, hast du das schon mal gesagt? Ich glaube nicht. Geht derselbe Gag von vorne los. Ja, das ist halt Max, der hat nicht so viele Auflage. Nee. Der letzte Woche war es doch im Homeschooling. Ich hab doch Mittwoch. Donnerstag. Ja, aber am Ende ist es derselbe Gag. Ja. Er hat nicht so viel im Köcher. Heubein sind leer. Köcher? Das ist nicht immer wieder lustig. Für mich zumindest. Ich weiß nicht. Kennst du nicht Köcher hier? Pfeile rausholen und so beim Bogenschießen? Ja, ja, schon, aber trotzdem. Also von dem her habe ich das noch nicht gehört in dem Zusammenhang. Was ist das? Ich habe jahrelang Hunter gespielt in World of Warcraft. Ja, Köcher waren mir immer ein guter Begriff. So. Man war jung, man wusste nicht, was man mit den 13 Euro im Monat machen sollte, deswegen hat man World of Warcraft. Okay. Wann können wir denn ernten? Wenn die Felder reif sind. Und wie lang dauert es noch? Wie ein kleines Vielleicht geht es schneller, wenn du aufhörst zu nerven. Ja, dann geht es schneller. Wenn du die Tiere alle zu 100% versorgt hast. Hab ich. Du könntest aber auch noch den neuen Hofladen schon mal bestimmen. Also, bisher ist noch nichts erntereif. Aber ich bin jetzt auch einmal wieder da und würde einmal abladen. Ja, ich weiß nicht, wer gerade verdichtet. So. Nee, ich auch nicht, also. So ein weltfremder Typ da. Fahr doch mal einer den Thorion da raus. Mach lieber das Gras vor den Schafen weg. Von genau. Wie bin ich verdichtet? Noch voll lange ja, ist ja, immer. Gib einfach so ab, ich schieb's dann hoch. Diesmal den Bogen schlicht. Eieiei. Das musst du noch ein bisschen üben, Lucky. Ja, ich bin eben andersrum gefahren, das hat besser funktioniert. Der Max hat sich jetzt überlegt, weil ja nichts zu tun ist, macht er Holz. Ja, du wolltest ja noch eine Holzfläche machen für den nächsten Hofladen. Lucky, du kannst das schon abgeben, das Du reicht. Könntest auch Gärreste ausbringen, aber... Das macht Paul. Du musst nur Köpfchen haben, Leute. Für Gärreste ausbringen? Nee, ah, schade. Fast hat's funktioniert. Ein Teil hat's weggenommen im Schiebeschild. Aber auch nicht viel. Ich kann ja mal mit dem Ladewagen drüber fahren. Wow. Du kannst auch auf RT7. Weißt du, wann ich das mache? Wenn das gegoren ist, dann mache ich einfach den Pickup an und nehme die Silage wieder auf. Bisschen habe ich aufgenommen, 8 Liter. Jetzt hänge ich unter der Lampe fest. Wow. Als ja, ob du das wirklich versucht hast. Wir müssten mal den Ballen da wegnehmen, dann kann ich auch da langfahren. Welchen Ball? Da liegt ein Heuballen. Ach, das. Paul. Max, du hast ihn selber hingelegt. Ach ja, ich hätte gedacht. Ach, du warst besser. Bei den Schafen. Da liegt doch was ja, vor der Tür. Ich hab's auch gecheckt. Und das wollte ich mit dem Ladewagen wegnehmen. Ich verweile Gülle jetzt. Ja, Gülle, 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 Gülle. Gülle, Gülle, Gülle. Er fährt Gülle. Gülle vor. Willst du mir bitte Fahrmanager geben? Nein. Moment. Ich glaube, den nehme ich euch allen auch mal weg. Alter, okay. Ich will doch nur schauen, ob ich das dahin platzieren kann. Ob das überhaupt passt von der Größe. Ey, er hat mir jetzt wirklich Fahrmanager weggenommen. Ich habe gar nichts gemacht. Das kann man in der Aufnahme aber auch, oder in der Folge kannst du das auch nachschauen, also dass ich nichts gemacht habe. Aber ich kann ja auch ganz gut cutten. Vielleicht habe ich es auch nur einfach rausgecuttet und ich habe ganz schnell den Farmmanager weggenommen und Och, Lucky. Cut gesetzt. Was denn? Ich will doch hier schauen, ob das dahin passt, der Hofladen. Sonst brauche ich die Bäume gar nicht wegfällen. Ja, Christi.
Also wenn Vielleicht wir kein war ich auch Farmage haben, langsam Jungs, runter, ne? Jungs, wenn wir kein Farmage haben, verlassen wir auf 3 den Server. Wieso? Wir streiken für mehr Geld und Farmmanager. Ja, mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Ich streike nicht, ich habe mir selber weggenommen. Echt jetzt? Hast du ja. mir auch weggenommen? Ich habe allen weggenommen. Das sind die Besten, die streiken, wow. die sich selbst was wegmachen. Ja. Also ich streike nicht für mehr Geld, ich habe genug Geld. Ich bin enttäuscht. Glaube ich dir, wenn ich so rechts oben auf dein Konto gucke? Ja. Ja. Das sind die Trelleborg-Millionen. Ja, wenn Paul dann wieder mit dem Hubschrauber geflogen sind, sind es nur noch Milliarden. Ja. Es verzehnfacht sich auch, wenn man was ausgibt. Ja. Essen, Digga. Ich muss mal kurz an die Tür. Keine Ahnung. Oh, das ist schlecht. Ich will mich immer vorher informieren, was es gibt. Ich frage auch immer. Und wenn ich die Antwort kriege, lass dich überraschen. Bin ich immer skeptisch. Gestern haben wir uns vom Chinamann was geholt. So. Und okay. das war so viel, da haben wir heute Mittag nochmal was von. Chinamann? Ja. Was gab's? Wir haben letztens zweimal was vom Inder, glaube ich, gekauft. Kann das sein? Keine Ahnung. Ja, Indisch ist auch lecker, wir schon. Also die BGA ist übrigens leer. Ja, der Radlader ist ja leider gerade auf dem Hof am Verdichten. Und vielleicht könnte Max ja einmal rüberfahren oder wer auch immer jetzt verdichtet. Max verdichtet. Max, einmal rüberfahren, BGA vormachen bitte. Damit wir Geld kriegen bis zum Livestream Ende der Woche. Ja, ich mach das schon. Wir brauchen Geld. Wir wollten noch groß shoppen. Für 660.000 können wir nicht shoppen gehen. Nee. Nicht, wenn wir dann noch Kredit da kriegt haben. Lucky nicht mehr seinen Traktor für. 660.000 ist ja gerade mein Wocheneinkauf. Ja, ehrlich. Ehrlich, das ist da. Da ist ja gerade mal das neue Schneidwerk drin. Haben wir noch Premium-Kartoffeln überhaupt? Krieger, du musst nicht übers Feld 1 fahren. Welches Feld 1? Ich hab's gesehen auf der Minimap. Achso, du kommst mir entgegen. Perfekt. Danke. Was ist da los? Ihr kommt da alle euch entgegen. Nur ich bin da nicht. Alter. Max, warum bist denn du jetzt über Feld 26 gefahren? Alter, scheiße. Da vorne, da hier hatte der keine Colli. Da bin ich so rausgekommen. Und den C-Fix hast du immer angemeckert, der soll nicht immer Felder fahren. Und selber machst du es auch. Das war geackert. Ja, Max, hast du die Schaufel auch zufälligerweise dabei? Nö. Okay. der Paul ist schon hier. Ja, jetzt aber schnell, Lucky. Ja. Du musst die schwarz düngen, dass sie größer wird. Genau. Ich bin aber gleich wieder voll. Einmal muss ich noch fahren. Oder wahrscheinlich sogar zweimal noch. Ich hab jetzt wir haben keinen Radlader am Hof. Also ich habe auch noch nicht verstanden, warum Krieger den Kotzewege immer gemäht hat. Ich sag da jetzt nichts zu, das lasse ich so stehen. Das Thema Krieger hatten wir vorhin beim Kartoffelansehen, weißt du noch? Aber gut. Habt ihr Kartoffeln angesät? Nee, geerntet. Und die waren aber falsch angesät im Grunde. Ja. Ach so. Die waren bei Feld 9 quer angesät. Ja. Und Feld 9, guck dir mal Feld 9 an. Nein, das muss quer. Warum? Nein. Der Azubi muss doch seine Stunden voll bekommen. Der Azubi. So. Hol ich mal die Schaufel hier. Krieger, möchtest du eigentlich mal gerade noch in die Wiese reinfahren, dass ich auch umtanken kann? Ja, ich wusste nicht, ob du soweit bist. Ich habe gerade am Hof gesucht nach irgendwas, mit dem man verdichten kann. Bin ich auf den Unimog gestoßen, der kann ja alles. Da steht, glaube ich, nur noch der Unimog und der Weidemann. Kannst du jetzt trotzdem mal. Der Weidemann ist nur für die Halle da gedacht, mit. Echt? Ein Weidemann auf dem Silo rumfahren. Ja, das ist ja Quatsch. Weißt du, ich hätte gern mal ein Silo gemacht mit einer Asphaltmaschine. Vorne den Häcksel gut rein und hinten schön planiert raus. Das ergibt Sinn. So, die nächste Ladung Gras kommt an. Drück mal I, Krieger.
Wieso? Weil es nicht schneller geht. Hab ich doch schon. Ja. Ja. Hast du gesehen, wie schnell es geht? Immer zwölf. Füll mal bitte nicht nochmal auf, weil. Okay. Das ist ein Mietfahrzeug. Ja. Du könntest hier mit dem Sinus machen. Ja, ich komm. Ich wollte eigentlich ja Bäume fällen. Bist du denn? Du wolltest die schon fällen, Max? Die sind schon gefällt. Ja, dann gib mal her, Max. Dafür brauchen wir doch den Unimog auch bestimmt. Nö. Warum? Wegen der gleich kommt der Film. Ich hab den im B-Truck. Aber nicht der kann alles. Außer Leistung bringen. Außer Leistung ja. bringen. Die Folge ist vorbei. Max, wie sieht's aus? Alle guten Dinge sind nein. vorbei, oder? Nein, nein. Kann Krieger oder so probieren. Warum denn? Das will ich auch mal hören. Ja, schön, du hörst mich die ganze Zeit. Ja. Hallo. Ich bin auch da. Na gut, dann mache ich das heute nochmal. Die Folge, wenn sie euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Sonst schaut morgen zur nächsten Folge Mühlenkreis Mittelland wieder vorbei, 15 Uhr. Und denkt dran, am Samstag, 19.12., erster Livestream zur 100. Folge Mühlenkreis Mittelland. Gerne weitererzählen, weiter sagen an den Leuten, dass wir ordentlich Zuschauer kriegen. Ansonsten morgen wieder, nächste Folge reinschauen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.